und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog. Ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit auf der Baustelle, denn wir sind fleißig dabei. Ich auch diesmal. Ich habe meine vollgesaute Jacke an und starte jetzt oder habe schon gestartet. Ich bin nämlich wieder ganz fleißig am Spachteln. Also ihr seht, hier habe ich schon überall gespachtelt und jetzt bin ich gerade hier an der Decke oben dran. Und genau, das ist ja das Kinderzimmer hier und das spachtel ich heute zum zweiten Mal, weil ich das Ziel habe, man muss sich ja immer Ziel setzen, sonst schafft man das alles nicht, in 2 Tagen hier rosa zu streichen. Also heute ist Freitag und ich möchte bis Sonntag hier rosa gestrichen haben. Also Sonntagabend soll es hier rosa sein. Wir haben jetzt Freitagmittag ungefähr und ich denke, es ist gut schaffbar und dementsprechend tue ich mein Bestes und werde hier jetzt heute spachteln, denn schleift Felix das nachher, wenn es trocken ist, oder morgen früh spätestens. Dann wird grundiert und dann können wir Sonntag eigentlich spätestens rosa streichen. Also eigentlich sollte es machbar sein. Und genau, dementsprechend bin ich hier heute fleißig dabei. Ich kann jetzt nur hier unten spachteln, weil hier oben hat Felix noch nicht geschliffen. Seht ihr das? Und das habe ich euch beim letzten Mal schon erzählt. Und dementsprechend mache ich jetzt einfach hier unten das alles. Also da gehört dieses hier unten alles noch zu. Und wie gesagt, bin ich ja gerade hier oben an der Decke dran. Und dann ist das hier auch schon fertig. Dann werde ich wahrscheinlich hier noch anfangen. Hier ist nämlich noch gar nicht. Und hier hat mein Vater das gestern fertig gemacht im Flur. Das ist jetzt alles mit Rehgips hier. Hier auch, unser Gästezimmer hat nämlich schon eine Tür. So seht ihr das. Unser Gästezimmer hat eine Tür, das sieht so krass aus hier. Also die Regus bleibt nicht so, ne? Also keinen Schock kriegen, die wird noch abgeschnitten. Aber genau, jetzt haben wir hier eben eine Tür. Unser Bad hat eine Tür. Hier ist ja auch alles schon Rehgips. Und hier eben jetzt auch schon. Hier hat mein Vater das eben noch schnell mal gestern Abend gemacht. Hier hat er auch schon Strom gelegt. Hier wollen wir so eine kleine Kommode und dann soll hier ein richtig schönes Familienfoto hin. So soll es ja hier aussehen. Hier im Schlafzimmer ist alles gleich wie letztes Mal. Hier steht jetzt nur unser Laminat. Kann ich euch ja nochmal zeigen für die, die den Vlog nicht gesehen haben. So sieht der aus. Genau, richtig schön hell, also nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel. Das wird nachher richtig, richtig gut aussehen, wenn ich das jetzt so sehe mit den Balken. Passt richtig, richtig gut. Der wird komplett oben verlegt. Also Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur und Gästezimmer bekommen diesen Fußboden. Und unten kommt ein anderer hin. Aber oben haben wir komplett diesen Fußboden. Und da wollten wir jetzt auch nicht so einen großen Schnickschnack draus machen. Genau. Und hier muss jetzt eben auch noch geschliffen werden. Das kann Felix nachher auch noch machen kurz. Und dann wollte ich hier nämlich wahrscheinlich nachher nochmal malen. Muss mal gucken. Ja, hier steht noch die Farbe. Und dann wollte ich hier eventuell heute noch blau malen. Mal schauen. Ja, aber sonst hier überall nochmal nachstreichen, wenn Felix das geschliffen hat. Genau. Hier oben muss auf jeden Fall auch nochmal gespachtelt werden. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch kurz mache, wenn ich sowieso schon dabei bin. Ne? Hier steht ja immer noch unser Boxspringbett. Das sind hier die Matratzen. Das ist das Kopfteil, das sind die Schrauben und so. Genau, und hier muss ja auch noch komplett gestrichen werden, sehe ich gerade. Hier ist nur grundiert, also hier müssen wir auf jeden Fall überall nochmal nachstreichen. Und hier auch noch einmal komplett, das sieht ja aus da oben. Wer war das denn? Felix. Felix war das. Also, wir stehen hier unten also ich stehe hier noch auf der Treppe. Wir stehen hier im Esszimmer, genau. Und hier hat Felix, was haben wir denen denn zuletzt gezeigt? Also hier ist ja... Hier wissen wir gar nicht. Doch, die Mauer habe ich euch gezeigt. Ja. Hier die Wand habe ich euch gezeigt mit der Tür, wo die Treppe hinkommt. Und hier hat Felix jetzt die Wand gebaut zur Küche. Hier hat unsere Küche jetzt auch eine Tür. Und hier ist Felix halt im Moment dabei. Also das ist jetzt so die Küchenwand, die Küchentür. Und hier hat Felix die Mauer rausgerissen. Ihr müsst ihm unbedingt auf Instagram folgen. Ich verlinke mal seinen Instagram-Account unten in der Infobox, weil da zeigt er euch immer in der Instagram-Story, wie er das hier alles macht. Total interessant. Und genau, hier war ja so eine Wand, wie hier, so eine Mauer. Das Stück kommt auch noch weg. Und hier hat Felix jetzt mit Rehgips alles zugemacht. Also erstmal die Mauer raus und dann von der anderen Seite dann Ja, das, ich zeige das gleich mal von Anfang. Das sieht eigentlich genauso aus wie hier. Also trockenbaumäßig hat er jetzt hier die Wand gestellt für die Küche. Und somit haben wir jetzt hier eine Küche. Wenn ihr so guckt, das ist unsere Küche. Das ist der Felix. Die Decke. Makita-Lager. Genau, und hier hat Felix jetzt auch die Decke gemacht. Und zwar einmal gedämmt. Das muss natürlich sein, ne? Sonst sieht man nach rechts. Hört man ja, genau. Da sieht man einmal die Dämmung. Hört man ja jeden Schritt von unten. Und außerdem wegen der Kälte auch muss es natürlich auch gedämmt werden. Und da hat Felix jetzt einmal die Dämmung. Und das ist Hunderte? Das ist eine 100er Dämmung. 100er Dämmung. Dann hat er hier die Dachlatten, wie ihr seht. Und dann Folie. Das ist Dampfsperre, ne? Das ist eine Dampfsperre, ja. Und dann Schalung. Und darauf kommt jetzt Rehgips, wie ihr seht. Ja, und ja, und dann sieht man hier, seht ihr auch schon, wie weit man nachher so die Balken sieht. Also so weit gucken die eben raus. Und ja, ich finde das total mega, wenn man das so sieht. Wenn man sich das jetzt noch vorstellt, dass nachher alles weiß ist. Was? Ich habe geguckt, ob der Abstand passt, aber das ist schick. So. Sieht mega, mega gut aus. Die Balken kommen ja noch ein bisschen dunkler, ne? Die streichen wir ja noch ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Also, so, ja. So ein bisschen wäre die noch angestrichen. Genau, so sieht das jetzt hier aus. Dann können wir mal auf die andere Seite gehen, damit ihr euch mal das vorstellen könnt, wie das aussieht. Also hier ist eben die Mauer, die Felix jetzt auch noch weghaut irgendwann die nächsten Tage. So, tada! Da, so sieht das aus. Das ist so die Küche von der anderen Seite. Hier hat, haben die Männer auch noch so einen Pfosten reingebaut, weil die großen Balken, die wir eingesetzt haben, die großen haben wir auch hier eingesetzt für die Decke, die brauchen eine Stütze. Und da haben wir jetzt so solche großen Balken bestellt. Das trägt maximal 1,50 und das ist mehr als 1,50. Ja, genau. Ihr seht, hier haben wir überall nämlich, wie nennt man das? Drehstreifen. Drehstreifen, genau. Und überall, wo so ein Drehstreifen steht, sozusagen, kommt ein Pfosten hin. So ein Pfosten hier. Und der wird auch abgehängt mit solchen Seitenpfosten. Ich finde es optisch total mega, verschwindet aber nachher in der Wand. Genau, und hier kommt dann eben auch nachher Rehgips rauf. Und hier kommt dann nachher unsere Couch hin. Ja, unser Wohnzimmer. Und hier steht dann schon die erste Wand für unser Wohnzimmer. Und so wird es im Endeffekt nachher überall aussehen. Also überall werden solche Wände gestellt, hier überall. Ja, stimmt, hier hat der Felix auch schon gedämmt. Das ist unser komplettes Schlafzimmer. Also ihr könnt mal gucken, das hier ist so unser Schlafzimmer. Von unten, ja, von unten. Genau. So, hier steht alles voll, wie ihr seht, immer noch. Da ist unsere Küche. Dämmung, Müll. Alles voll. So, und jetzt gehe ich weiter spachteln. Und Felix macht hier weiter, ne? Oh, hier hast du auch schon. Ja, angefangen. Das Problem ist, die untere Leiste muss noch fest sozusagen am Fußboden. Ach so. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen, weil der Fußboden ja aus kleinen Steinen besteht sozusagen und nicht deshalb bröckelt und dann durchfällt sozusagen. Dann müssen wir gucken, ob wir dann eine Schraube durchjucken oder was wir da machen. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Badwand hier. Unser Gästebad ist das ja hier und Werkstattlager. Und hier ist eben schon die Wand. Genau, hat Felix jetzt auch schon gedämmt. Hey, Babymaus! Oh, nur einmal gequengelt. Schläft schon wieder. Und ein bisschen schaukeln. Und dann geht jetzt weiter hier. Das Fenster habe ich jetzt auch schon gemacht. Seht ihr, habe ich auch schon. Und wie gesagt, hier auch schon. Also ich muss dann nur noch hier oben, das fehlt dann noch. Und dann gehe ich jetzt immer weiter runter, bis ich da unten schon wieder auf dem Boden liege. So, meine Lieben, ich habe Bauchstopp, weil die kleine Maus da die ganze Zeit quengelt und ich mit ihr eine Trage nicht weitermachen kann. Fehlt aber noch ein ganz, ganz kleines Stück. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben nämlich heute Samstag und ich bin hier im Schlafzimmer, wie ihr seht. Ich habe gestern ja hier gestrichen, das habe ich euch ja noch gezeigt. Das ist jetzt trocken und wie ihr seht, sieht es auch relativ gut aus. Also wir müssen da auf jeden Fall nochmal rüber. Die Farbe ist einfach so scheiße, sage ich mal. Ja, dass wir da auf jeden Fall nochmal rüber müssen, aber nur wirklich, man sieht so kleine, einige kleine Stellen. Aber wir streichen jetzt einmal nochmal komplett über und dann ist das fertig. Und jetzt bin ich hier an Blau dran. Wir haben uns ja dieses Blau hier gekauft. Das ist so ein Gletscherblau, heißt das, von Alpina. Und das ist so ein, ja, so ein Grau, Graublau, so ungefähr. Und das wollen wir jetzt hier im Schlafzimmer streichen. Und zwar habe ich hier gerade schon abgeklebt. Ich zeige euch das einmal so. Und zwar, genau, sieht das Ganze so aus. Diese Ecke kommt jetzt also blau. Dieses kleine Stück, und zwar ist es das Stück, was wirklich unser Bett nachher besetzt. Also in diesem Stück steht nachher unser Bett. Und wir haben das mittig von der Wand gemacht. Und so wollten wir das auch. Und oben haben wir eben auch so einen kleinen Abstand zu den Balken. Sieht am Ende einfach besser aus. Und da wird jetzt einmal blau gestrichen. Vorher muss ich jetzt aber einmal hier weiß drüber streichen. Hier so auf die Kante, damit die Farbe nicht unterläuft. Das macht man so einfach. Dann muss es erstmal trocknen. Und dann werde ich hier heute blau streichen. Und dann eventuell nochmal hier überall weiß streichen. Die Wände. Genau, in der Zeit, wo das vielleicht trocknet, dass ich hier einmal nochmal weiß streiche. Ja, aber das ist so heute meine Aufgabe. Drüben im Kinderzimmer ist es ja alles gespachtelt. Kann ich euch mal zeigen. Genau, hier. Genau, und hier hat Felix gestern noch die Wand gemacht. Hier. Weiter können wir aber leider nicht machen, weil wir haben keinen Rehgips mehr. Da müssen wir erst wieder noch einen Rehgips holen. Und hier wird Felix gleich schleifen mit dem Schleifgerät. Genau, obwohl das hier noch nass ist. Muss ich ihm gleich mal sagen, dass er hier einmal die Heizung reinstellen soll. Weil das ist noch nass. Das können wir so nicht schleifen, weil dann entstehen Kratzer. Und dann müssen wir nochmal spachteln. Das wäre schade. Aber es sieht auf jeden Fall mega gut aus. Dass wir da auf jeden Fall nicht nochmal rüber spachteln müssen. Das Fenster ist hier voll beschlagen. Ein bisschen Fenster aufmachen. Hi! Tag. Schatz, du musst hier die Heizung einmal reinstellen, weil das ist noch nicht trocken. Siehst du? Das ist noch nicht ganz trocken überall. Mach mal das Fenster wieder zu. Das ist so beschlagen, guck mal. Das ist voll nass hier drin. Ja, ich weiß. Na gut, dann mach das Fenster jetzt zu. Obwohl es draußen wahrscheinlich sogar wärmer ist. Ja, deswegen ja. Gut. So, ich habe abgeklebt. Willst du dir einmal anschauen? Schick. Kannst du dir das so vorstellen, wenn das nachher blau ist? Ja, wieso nicht? Jetzt muss der Herr erstmal wieder kontrollieren, ob es gerade ist. Nee, interessiert. Er traut mir einfach. Nein, das interessiert. Ja, das da oben ist wahrscheinlich nicht gerade. Ja, deswegen interessiert das nicht. Das haben wir nämlich den Balken angepasst und nicht dem Fußboden, weil sonst wird das komisch aussehen. Wenn man das dem Fußboden anpasst, beziehungsweise es gerade macht. Was der Fußboden ist. Der Fußboden ist ja gerade. Ja, guck, und dann hätten wir da hinten nämlich mehr weiß als da. Das würde so scheiße aussehen. Das kann man nicht machen. Und dementsprechend, ja gut, ihr seht den Unterschied, ne? Das ist schon relativ viel, ne? Ja. Ja, das könnte man nicht machen. Man hätte man 80 sind das 2 cm fast. Ja, hätte man viel mehr weiß da oben, das würde so stief und krumm aussehen. Nee, das geht nicht. Nee, ist ja nicht krumm, aber das ist dann so. Ist nicht schlimm. Ja, das ist dann so, ja. 2 cm, das ist eh nicht optisch. Ja, so. Und ich werde jetzt... Wie spät ist das? So, ich habe jetzt hier einmal weiß gestrichen. Also ihr seht das einmal hier. Also man muss halt eben einmal diesen Rand hier weiß streichen und das muss jetzt trocknen. Und wenn man dann jetzt mit Farbe rübergeht, kann man das, zieht man das einfach ab, das Papier, und da ist nichts drunter gelaufen, weil hier eben so eine harte Barriere ist sozusagen. Das habe ich jetzt einmal außenrum gemacht. Jetzt haben wir hier hinten nur das Problem, dass er hier hochgeht, seht ihr das? Da muss ich wahrscheinlich nochmal neu kleben nachher. Ich werde es erstmal so trocknen lassen und schauen, wie das nachher aussieht. Und wenn das nicht, ja, wenn das immer noch so aussieht, dann muss ich das nochmal neu machen. Die Ecke da muss ich nochmal neu kleben und dann nochmal neu weiß malen. So, es ist relativ trocken gewesen jetzt, aber wir mussten jetzt hier oben doch nochmal die Stelle neu machen. Das habe ich jetzt gemacht. Einmal neu abgeklebt und weiß gestrichen jetzt nochmal. Das hier ist nicht schlimm, dass es hier abgeht, weil hier unter ist schon eine Lage von dem hier noch. Das nur so ein bisschen länger gemacht. Und genau, habe jetzt hier die Ecke nochmal neu gemacht. Jetzt warten wir, bis das trocken ist. Die anderen, hier die Ecken sind trocken, da können wir schon rüber malen. Und dann mache ich das auch gleich. Ich muss jetzt nur kurz runter nochmal zu der kleinen Maus. Und dann warten wir jetzt erstmal noch, bis das hier trocken ist. Fertig. So, meine Lieben, heute ist Sonntag und wir sind mal wieder dabei und wir haben, ich habe gestern diese blaue Wand gestrichen, habt ihr ja gesehen, und jetzt ist sie fertig und sie sieht echt total gut aus. Ja, und hier kommt jetzt unser Bett vor. Und dann kommt da drüber noch ein schönes Foto und dann ja, ist diese Seite so geplant, sage ich mal. So, ich habe gestern noch hier weiß gestrichen und da hinten überall weiß gestrichen. Und das sieht auch so weit gut aus, dass wir da nicht nochmal streichen müssen, sondern dass das jetzt auch fertig ist. Und ja, ich finde, das sieht schon richtig, richtig schön aus hier mit dem Weißen. Ich habe es da hinten vorhin nochmal gestrichen, da, genau. Habe ich heute Morgen noch gemacht. Und über der Tür. Ja. Weil da habe ich gestern ja nur das erste Mal gestrichen. Jetzt habe ich das zweite Mal rüber gestrichen. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein drittes Mal rüber, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich habe gestern auch hier das erste Mal gestrichen. Dieses Stück. Und da hinten. Diese ganze Seite. Ja, das sieht auch schon richtig gut aus. Ich glaube, da müssen wir auch nur noch einmal rüber. Das sieht mega, mega gut aus. Und da drüben kann ich noch nicht, weil ihr seht, das ist noch nicht geschliffen. Das muss der Felix nochmal schleifen mit der Maschine. Ich habe gestern versucht mit dem Handschleifer, aber das wird nichts. Das ist einfach zu viel, weil da haben wir ja so Schienen eingespachtelt, genau, und das passt nicht so. Also das ist zu viel Spachtelmasse für den Handschleifer. Ja, hier steht unser Bett und deswegen kann ich die Decke noch nicht streichen hier. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich hasse Decke streichen. Und genau, dann müssen wir, wie gesagt, nur noch da hinten streichen und eigentlich nur noch unser Ankleidezimmer. So, da oben muss ja auch noch, das wisst ihr ja. Und jetzt haben wir im Kinderzimmer gerade eben grundiert. Ihr seht, es ist relativ weiß hier drin im Kinderzimmer. Genau, das habe ich gerade mit meiner Schwester gemacht. Meine Schwester hat mir ein bisschen geholfen. Und genau, das haben wir hier eben grundiert. Sieht noch relativ fleckig aus, aber das ist auch normal. Ist ja auch nur Grundierung, also absolut kein Problem. Und genau, dann haben wir das hier fertig. Ich wollte jetzt mal das Fenster ja machen, weil das so staubig war gerade. Ich habe hier nämlich noch gerade im Fenster, habe ich gerade noch geschliffen mit dem Handschleifer und so. Und genau, jetzt muss Felix hier oben noch schleifen nachher. Und dann kann ich da oben auch noch schnell grundieren. Und dann können wir die nächsten Tage hier rosa streichen. Vielleicht, wenn das sogar trocken ist, nachher noch. Weil hier kommt rosa ran und darunter kommt nur Grundierung. Das heißt, darauf streichen wir jetzt rosa. Und dementsprechend, ja, brauchen wir dann nicht nochmal weiß malen. Und dementsprechend können wir da, wenn das nachher trocken ist, rosa malen. Ja, yeah, ich freue mich. Und die Luft ist so schön, ne? Wir haben so schönes Wetter. Und es ist sehr erfrischend. Oh, ist angenehm. Sehr schön. Genau, also hier fehlt jetzt nur noch das da oben. Und dann kommt, wie gesagt, diese ganze Wand rosa. Also hier zwischen den Balken. Dieses große Stück. Und eventuell noch dieses Stück. Ich weiß es aber noch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn das rosa ist und der Rest nicht. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Und dementsprechend, ja, weiß ich noch nicht, ob wir das rosa streichen oder nicht. Da frage ich mich meinen Papa, der hat immer so ein Auge dafür. Genau, und das bleibt weiß, weil hier steht sowieso der Kleiderschrank, da wollte ich jetzt keine 80 € Farbe draufknallen. Und dementsprechend bleibt diese Wand weiß. Und hier kommt ja der Wickeltisch hin und da wollten wir dann eventuell auch nochmal rosa streichen. Ich weiß aber nicht, ob das dann schon zu viel ist, zu viel rosa. Und da müssen wir dann auch sehen können. Ja, sonst würde ich hier beim Wickeltisch so einen kleinen Balken machen, sozusagen so wie im Schlafzimmer, wo dann halt der Wickeltisch steht und dass halt der Bereich hinterm Wickeltisch rosa ist. Ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Und dann habe ich heute Nacht, weil die kleine Maus leider mich nicht hat schlafen lassen, dementsprechend habe ich auch Augenringe bis zum Mond. Ich glaube, die hat den ersten Schub oder so, also irgendwie eine ganz komische Nacht heute gewesen. Und habe ich überlegt, also habe ich eine andere Idee gehabt und da möchte ich gleich noch mal ein bisschen googeln und dann mal schauen, ob ich das eventuell mache. Ja, schauen wir mal, ob ich das mache. So, jetzt haben wir gestern Abend noch, das habe ich euch gar nicht mehr gefilmt, hier im Flur weitergemacht. Und zwar, Felix hat hier geschraubt, wie ihr seht, überall Schrauben drin. Total viele, wenn man sich das mal überlegt, wie viele Schrauben wir hier schon reingeknallt haben. Ja, und ich habe hier ein Stückchen gespachtelt, wie ihr seht. Das habe ich jetzt gestern nebenbei gemacht, nebenbei, was, wie nennt man das? Als Felix geschraubt hat, habe ich gespachtelt, genau. Seht ihr, hier habe ich auch alles gespachtelt. Hier ein Stück und hier die Decke. Oh, seht ihr gar nicht wegen dem Licht, genau. Und da musste ich jetzt aber leider aufhören gestern, weil die kleine Maus dann Hunger hatte. Und ja, ich weiß nicht, das werde ich wahrscheinlich heute noch weitermachen hier. Und dann ist das hier auch schon fertig, der Flur. Genau, und da unten muss Felix noch schrauben. So, der Herr baut hier unsere Küchenwand. Kannst du ihm erzählen, was du hier machst? Ich habe keine Ahnung, was du hier machst. Also im Prinzip kommt einmal halt diese Folie hinter, das nennt sich, ist eine Dampfsperre für außen. Dann habe ich Paletten haben wir halbiert und reingestellt. Einfach damit, wenn die Dämmwolle nachher hier drin sitzt, dass sie nicht reinfällt und eine kleine Luftschicht hinter bleibt. Weil die Wand bis hier ist sie komplett gemauert, oben ist sie nur halb gemauert. Dementsprechend brauchen wir noch irgendwie einen Abstandhalter und Paletten haben sich dafür angeboten. Und dann kommen Dachlatten vor und dann Dämmung rein und Kabel durch und dann kann hier die Küche rein. Theoretisch. Ja. Muss doch festmachen hier, ne? Ja, der ist ja noch gar nicht. Ich bin ja jetzt erstmal rechts. Ach so, okay. Das ist immer so aufwendig. Das ist schön. Da muss ja doppelt Dachlatten rein, weil eine 120er Wolle rein muss. Und wir den Balken im Prinzip, den wollen wir verdecken und der soll nachher in der Küchenzeile noch rausgucken. Also die Zange soll rausgucken und der Balken soll versteckt sein. Das ist ja hier auch, hier sieht man auch die Zange. Von der anderen Seite siehst du es noch besser. Ja, hier sieht man das, stimmt, kann ich euch ja. Genau, so sieht das dann aus. Das sieht man eben so. Und hier ist es sogar so, dass hier hinter noch so ein kleines Stück Platz ist. Seht ihr, da wo die Dachlatten sind, das ist so ein kleines Stück Platz. Und deswegen wollten wir hier so eine Art Regal draus machen für, ja, irgendwas. Da hinten sollen dann irgendwie so Gewürze, so ein Gewürzregal oder so. Das ist gefährlich. Schatz, Mini-Akkuschraube, 80er Schraube, die juckt da so rein. Ohne Probleme. Ja. Und das ist für den Kleinen, ne? Das ist ein kleiner Handwerkerschrauber nur, ne? Ja, hier stehen noch Küche, oder? Ist das Küche? Das ist alles Küche. Stimmt, ja. Das ist unser Esstisch. Und ganz rechts ist unser Waschtisch und das ist das Waschbecken dazu. Oh, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich freue mich so. Die Farbe hat übrigens unsere Küche, das sind die Leisten für die Küche. Hast du die Decke eigentlich schon gezeigt gehabt? Ja, habe ich doch gestern gezeigt. Ja, okay. Zack. So, jetzt schauen wir mal noch, der Felix hat nämlich gestern schon wieder aufgeräumt hier. Schaut mal, wie schön ordentlich das hier aussieht. Ein bisschen Schutt noch. Aber sonst hat er hier schön aufgeräumt. Hier sind ja unsere Möbel derzeit. Sonst sieht das hier so aus. Und ach stimmt, die Wand hat er ja gestern auch noch gestellt. Und die andere rausgerissen. Genau, hier kommt jetzt eine Wand bis zum Drehstreifen hin, damit man die Treppe von hinten nicht sieht. Und genau, und das Loch hier bleibt dann. Also von dem Balken bis zum Drehstreifen bleibt dieser offene Gang in unser Esszimmer. Und dann in unsere Küche. Genau. Kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Für alle, die immer schreiben, sie können sich das hier noch gar nicht vorstellen. Genau, Dani kann sich das nicht vorstellen. Also, Wohnzimmer. Hier kommt ja die Couch hin. Und dann haben wir hier eben diesen großen Durchgang. Und hier eben dann so eine Wand. Also, ihr müsst euch hier die Wand vorstellen. Und da kommt dann eben, da wo jetzt die Treppe ist, kommt eben auch die Treppe hin. Aber halt kommt halt eine andere Treppe hin. Dauert aber auch nicht mehr so lang, bis die reinkommt. Mein Papa ist da schon am werkeln. Oder am Überlegen. Die Treppe. Achso, die Treppe. Ja, sobald ich die Wand mit Schalung und Regips habe, aber dafür haben wir keine Regips mehr. Ja, die Wand muss fertig hier noch. Aber kann erstmal noch